easy go. Ja, finden Sie Lan Black, hab ich ja in der letzten Folge natürlich vorgelesen. Ja, Sentinel-Befehlshaber in der Region Cape Nord wissen, wo man ihn findet. Okay, gut. Ich muss jetzt mich hier anschleichen, Leute, anscheinend. Okay. Ja, wird nicht eine einfache Aufgabe, wie ihr sehen könnt. Das ist jetzt schon schwierig, also nicht wundern, falls ich wieder abgeknallt werde. Okay, wenigstens habe ich eine gute Taktik in der letzten Folge herausgefunden. In der letzten Folge war es ja ziemlich gut. Ob es heute auch so gut wird, schön wäre es, aber sieht größer aus und irgendwie auch schwieriger aus. Wenn ich herausfinde, wo die beste Deckung ist, dann wird es vielleicht easy, aber sonst wird es auf jeden Fall schwierig. Gut, ich gehe jetzt mal hier in Deckung. Ich werde mich probieren, hier anzuschleichen. Wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig hier, wenn ich da runtergehe. Ja, die sehen mich sofort. Das ist eben das große Problem, das ich natürlich hier habe. Aber ich gehe jetzt mal so runter. Okay. Gut. Einfach leise sein. Solange, dass ich leise bin, sollte alles im grünen Bereich sein. Hier oben, ich weiß, sehen sie mich gut. Das ist eben auch das Problem. Ja, darüber, dass ich jetzt mit der Sniper nicht zoomen kann, habe ich mich in der letzten... Ah, jetzt kann ich es wieder. Hä? Wieso ging es dann in der letzten Mission nicht? Jetzt kann ich es wieder. Lol, das finde ich jetzt irgendwie merkwürdig. Bei der letzten Mission, bei den Vergeltungsmaßnahmen ging es nicht, aber jetzt geht es plötzlich wieder, lol. Okay, habe ich jetzt gerade herausgefunden, keine Ahnung. Keine Ahnung, wieso, Leute. Das weiß ich wirklich nicht, wieso es jetzt plötzlich so weit ist und wieso es vor... Okay, erledigt. Niemand hat was mitbekommen. Ja, dass der mich vor der Nase erwischt, damit war schon zu rechnen. Ja, ich schwimme mal rüber, Leute. Schwimmen ist, glaube ich, sicherer, als hier durchzulaufen. Also, wenigstens einfacher, Leute. Ich muss einfach schauen, dass sie mich nicht sehen. Solange sie mich nicht sehen, Leute, ist alles im grünen Bereich. Mit der Sniper würde ich es jetzt nicht probieren, weil ich glaube, das macht zu viel Lärm irgendwie. Mit dieser Waffe ging es schon öfters. Okay, ich gehe jetzt mal ins Wasser. So. Okay, ich gehe jetzt mal so durch. Irgendwo hier müsste er sein. Sentinels Befehlshaber in der Region Cape Nord wissen, wo man ihn findet. Ich schaue jetzt mal auf der Karte mal nach. Hafen von Dragwood's Land. Okay, nee. Ich glaube, wir müssen hier. Hafen von Dragwood. Hier haben die Skell-Angestellten den Aurora-Archipel betreten. Ja, dann gehen wir mal einfach mal dorthin, Leute. Würde ich jetzt mal sagen. Probieren wir es mal. Kann ich gleich mal markieren. Okay, wo war ich jetzt genau? Eigentlich wollte ich hier markieren. Ah, egal. Gehen wir einfach mal dorthin. Spielt ja eh keine große Rolle im Moment. Aber Gegner hat es auf jeden Fall überall. Das ist leider so. Könnte es sein, dass ich hier rein muss, vielleicht? Kinderleicht. Sentinels Befehlshaber, okay. Ja, also ich weiß es jetzt nicht. Ich probiere es mal. Okay. So, Leute. Ja, was gibt's viel zu sagen? Die Dings, die Drohne, ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich weiß wirklich nicht, wo wir hin müssen. Und es steht, das ist kinderleicht. Ja, kinderleicht nützt mir auch nicht viel, wenn ich nicht weiß, wohin. Na gut, dann gehe ich jetzt einfach mal hier nach vorne. Ich muss einfach mal alles untersuchen, Leute. Das ist ja das Wichtigste an der Mission. Wieder einen Befehlshaber natürlich wieder verhört vorhin. Ja, und ich glaube eben, es steht... Er wurde zuletzt in der Region Silent Mountain gesehen. Dort stationierte Sentinel-Soldaten könnten Informationen haben. Okay, ja, ich würde sagen, wir tun jetzt was mal machen. Ich probiere jetzt mal,
einfach Sentinel-Soldaten, egal welcher, aber ich gehe jetzt mal zu einem Sentinel-Soldat und schnappe ihn von hinten. Ich hoffe, das klappt gut. Ich nehme gerade einen von hier draußen. Perfekter Ort gerade. Okay, ich muss aber schauen, dass er mich nicht sieht. Ich gehe jetzt von hinten. Und werde ihn natürlich von hinten, werde ich ihn natürlich greifen. Und dann werde ich ihn verhören. Ich muss aber leise sein, Leute. Denn ich hoffe jetzt mal, dass nur einer hier ist. Genau, es ist nur einer hier, ich sehe ihn sogar. Er ist hier irgendwo hinter dem Flugzeug. Ja, komm näher. Ein Eindringling! Greifen wir ihn! Okay, niederschlagen. Okay, also es steht, dass Sentinel-Soldaten könnten Informationen haben. Was ich jetzt aber nicht merke. Komischerweise. Okay, das war schon mal nicht eine gute Aktion. Jetzt kann ich mich da wieder verstecken. Okay, zum Glück sind wir da auf einem sicheren Berg. Wo wir ja eigentlich sowieso sehr gute Deckung haben. Ich gehe jetzt mal hier ran. Genau. Einige Soldaten könnten Informationen haben. Okay. Vorhin war es ein Soldat, den ich abknallen musste. Was es jetzt ist, weiß ich nicht. Oha, Vorsicht. Keine Ahnung, was jetzt auf mich zukommt. Ich würde aufpassen. Okay, ich ducke mich mal lieber. Okay, dort stationierte Sentinel-Soldaten, okay. Könnten Informationen von ihm haben. Kann ich hier irgendwie reingehen? Irgendwo hinein. Egal wo, ich muss einfach irgendwo hineingelangen können. Ja, okay. Im Moment merke ich jetzt nichts Spezielles. Ich weiß nicht, ob ich die alle eliminieren soll oder nicht. Ich frage mich, welcher Gegner das hier zum Teufel ist. Ich nehme mal die Sniper. Okay, sehr gut. Eben, die könnten Informationen über ihn haben, Leute. Deswegen muss ich jetzt gut aufpassen. Sehr gut. Okay. So, ich gehe jetzt nochmals hier hin. Es führt mich hier hin. Also gehe ich auch hier hin. Okay. Mal schauen, ob ich irgendetwas von hier finde. Irgendetwas von ihm. Ich gehe sonst am besten mal bei diesen Kisten mal suchen. Vielleicht finden wir hier mehr Infos. Okay. Stationierte Soldaten, genau, die sollten eigentlich Informationen haben, aber keine Ahnung, wie ich das Ganze machen soll. Vielleicht muss ich hier rein, könnte ja sein. Aber eben, wenn hier keine Befehlshaber sind. Oh, warte mal. Ich schleiche mich mal hier vorbei.
Okay, Leute, schön leise. Oh, Vorsicht. Sehr gut. Oh shit, oh shit. Okay, sehr gut. Die haben wir schon mal. Oh mein Gott, oh mein Gott. Haben die keine Infos? Was? Okay, aber einige haben sicher hier Infos. Das kann ich mir ja nicht vorstellen, dass die keine Infos haben. Ich gehe jetzt mal das Ganze hier untersuchen. Ich gehe jetzt einfach überall mal durch, Leute, wo es sein könnte. Keine Ahnung wo, aber ich gebe. Sehr gut. Okay, vielleicht ihn. Okay, nee, er hat auch keine Infos. Tragen? Nee, nee, nee. Oh, jetzt habe ich aber. Hey. Oh Mann, das ist nichts Nützliches. Ja, toll. Karte aktualisiert. Be back am Solitary Peak, okay? Danke. Vielen Dank. Okay, Leute, gut. Ich habe jetzt hier keine Information gefunden. Irgendwo sollte schon eine Info sein. Okay, warte mal, der eine Soldat ist hier unten. Okay, den schnapp ich mir. Warte mal. Sehr gut. Okay, gut, den haben wir abgeknallt. So, der nächste Soldat, wo kommen kann. Oh. Warte mal, ich habe einen Befehlshaber gefunden. Wenn ich einen Befehlshaber habe, dann. Oh shit, oh shit. Sehr gut, der nächste. Kontakt! Der nächste greife ich. Der nächste Befehlshaber möchte ich greifen. Sehr gut. Oh, der nächste Befehlshaber ist hier unten, Leute. Wenn ich den erwische, Leute, dann könnte ich ihn erledigen. Oh, warte mal. Untersuchen jetzt. Okay, das war jetzt nicht das Richtige. Oh, Leute, einer kommt. Komm schon. Den greifen wir, komm.
Und jetzt verhören. Ja, finden Sie Yalan Black? Okay, gut. Alles klar, Leute, ich habe die Information gefunden. Wir müssen wieder 2 Kilometer weitergehen. Alter, dieser Lan Black müssen wir finden, ey. Okay, ich muss jetzt hier so schnell wie möglich raus, Leute. So, ich habe ihn schon verhört, Leute. Mann, ich habe jetzt die Stimme nicht von ihm gehört, aber... Ey, ich habe ihn verhört auf jeden Fall. So, ich gehe jetzt mal hier schnell raus. Okay. So, er ist nur etwa 2,7 Kilometer entfernt. Okay, ich fahre jetzt mal ein Stück hier weg. Oh, nee, 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 nee. Und ich bin weg. Und ich bin weg, Leute. War jetzt das knappe, ey, wie ich mich überall durchgezwängt habe. Habt ihr heute gesehen, wie ich wieder rasiert habe, ey? Am Anfang konnte ich nie so rasieren, Leute, aber am Anfang war es, glaube ich, auch viel schwieriger. Aber jetzt geht's auf jeden Fall. Okay, 2,7 Kilometer entfernt. Mein Hubschrauber ist da. Der ist immer noch da von vorhin. Ich habe ihn extra hier oben natürlich irgendwo platziert. So, ich nehme jetzt den Hubschrauber, Leute, und dann nichts wie weg von hier. Nein, nicht Passagier. Steig ein. Ja, sehr gut. Okay, ich fliege weg, Leute, so schnell wie möglich. Und ich bin weg. So schnell kann es gehen, Leute. Ja. Wieder eine Mission mehr erledigt. Einer verhört von hier. Wir müssen jetzt einfach suchen. Er sollte irgendwo in Silence Mountain sein. Und wir müssen jetzt einfach die, wir müssen die Soldaten, also respektive eben Befehlshaber, müssen wir untersuchen. Die haben die Informationen. Und wir müssen die jetzt einfach überfallen, Leute. Okay, sehr gut, sehr gut. Bitte ein bisschen weiter nach unten, ja. Okay, ich lasse jetzt mal den Hubschrauber, komm, ein bisschen hoch, hoch, hoch. Sehr gut, okay. So, Leute, weiter geht's. Okay, Sentinel-Soldaten in der Basis könnten mehr wissen, okay. Also Leute, ihr habt es erfahren, die könnten sogar mehr wissen. Ich muss jetzt hier aber ein bisschen weiter gehen. Von innen würde ich nicht durchgehen. Sehr gut. Falls irgendwo ein Befehlshaber ist, Leute, kann ich mir ihn schnappen. Okay, keiner in Sicht im Moment. Wahrscheinlich muss mehr passieren, ne? Oh shit. Okay, die haben nichts gesehen. So, ich... Oh shit, jetzt wird Verstärkung angefordert. Oh, hier sind Befehlshaber, hier.
schnell, denn ich frage kein zweites Mal. Wo zum Teufel ist Ian Blake? Mehr Infos habe ich nicht. Bitte, wirklich nicht. Okay, gut, niederschlagen. So. Gut, ich habe jetzt einen Befehlshaber endlich gefragt. Okay, gut. So. Er ist in einem Gebäude im westlichen Teil der Basis. Oh, er ist hier, Leute. Scheibe, ich bin im falschen Gebäude. Scheibenkleister. Er ist hier unten, Leute. Achtung! Aufgepasst! Ich will euch freundlich daran erinnern, jederzeit wachsam zu sein. Verlasst euch drauf, dass ich weiß, wenn jemand nachlässig wird. Ich beobachte euch. Ich weiß alles, was auf dieser Insel passiert. Und ich werde keine Schlampereien dulden! So, Leute, ich bin jetzt hier im Büro. Der muss irgendwo hier sein. Ja, da muss ich noch weiter hochgehen, okay. Fact ist, sie haben mich zum Glück nicht gefunden. Oh ja, die, da ist der. Wenn du weißt, wer ich bin, weißt du auch, was ich brauche. Und dass ich nicht zweimal frage. Okay, jetzt werden wir ihn niederschlagen. Okay, das war nicht Lan Black. Oder war das ihn? Eskortieren Sie Lan Black, okay? Eskortieren Sie zum unterirdischen. Okay, ich muss ihn jetzt tragen anscheinend. Eskortieren Sie Lan Black. Er ist in seinem Büro in der. Eskortieren Sie Lan Black. So, Leute, ich habe ihn jetzt endlich abgelegt, ey. Hör mal, einigen wir uns. Ich kenne Geheimnisse. Viele Geheimnisse. Was ich dir alles über Jay Skell erzählen könnte. Gib mir Zugang zum Drohnensteuerprogramm. Wärst du an Schmutz über Walker interessiert? Du schaltest jetzt das Programm frei. Okay, schon gut, okay. Aber ehrlich, du musst größer denken. Ja! Ah! Ja! Silverback! Was soll denn die Scheiße? Wir sind's leid, dass du durch unsere Schlüssellöcher guckst, Blake. Gib wohl die Freunde aus. Ja, du musst mir helfen. Bitte hilf mir. Ja. Ein Scheiß muss ich. Ist erledigt, Leute. So, Mission hätten wir abgeschlossen, glaube ich. So, okay, dann schauen wir, was wir als nächstes haben. Genau, sie ist auf der Baustelle mit Crowell sprechen, okay. Auf der Baustelle, wir müssen jetzt noch mit Crowell sprechen wieder. Das Steuerprogramm ist freigeschaltet. Ja, wir haben schon mit der Arbeit begonnen. Wird das Extrahieren lange dauern? Es ist ein sehr großes Programm.
Aber das ist nichts im Vergleich zu der Sinfonie, mit der wir es bei Projekt Deus zu tun haben. Jetzt geht das wieder los. Ich schäme mich nicht dafür, die Menschheit optimieren zu wollen. Ich bin nicht sicher, ob die Menschheit optimiert werden will. Wie kommen Sie bitte darauf? Ich habe es gesehen. Wenn jemand die Welt retten will, kommt immer ein anderer und wirft Sand ins Getriebe. Gottverdammt, Cole. Der Junge hatte einflussreiche Freunde. Sind wir hier, um die Welt zu verbessern? Oder um befördert zu werden? Ich dachte immer, Sie hätten keine Manieren. Aber Sie sind nur ein Arschloch. Sir, der Lieutenant war außer Kontrolle. Er war psychisch labil, eine Gefahr für uns und die ganze... Ersparen Sie mir den Scheiß, Nomad! Hätte Lieutenant Vaughn die Zivilistin nicht getötet, würden Sie beide in einem Loch in Leavenworth verrotten. Sie wussten schon immer, dass er völlig nutzlos war. Alle beschwerten sich über seine schlechte Arbeit, eine miese, anmaßende Art. Sie dürfen niemanden töten, weil er schlecht in seinem Job ist. Wir sind hier, weil wir eine Aufgabe haben, Sir. Würden Sie den Einsatz aufs Spiel setzen? Würden Sie unsere Leben riskieren, nur weil sein Vater Senator ist? Das geht zu weit, Walker. Was werden Sie tun, Sir? Klagen Sie mich an. Sicher, dass es das wert ist. Hier geht es um das Richtige. Das Richtige? Die Ermordung eines Offiziers der United States Army ist das Richtige? Es ist richtig, einen inkompetenten Spionageabwehroffizier vom Schlachtfeld zu entfernen. Für wen, verdammt? Es ist richtig, unseren Einsatz vor einem privilegierten Bengel zu beschützen, der mehr Schaden anrichtet als der Feind. Sie können es nicht ist einfach... Es ist richtig, sich für etwas einzusetzen. Wenn man einen weinerlichen Heuchler zum Boss hat, einen Mann ohne Eier, einen Mann ohne Vision. Walker, ganz ruhig. Hören Sie auf Ihren Freund, Colonel. Sie sind Ghosts, aber Sie sind nicht unantastbar. Ich ertrag diese Scheiße nicht mehr. Warum arbeiten wir für diese Arschlöcher? Denen ist egal, wie hart wir arbeiten. Die haben ja nicht mal eine Ahnung, was wir überhaupt tun. Hör zu, ich bleib, weil wir versuchen, das Richtige zu tun. Korrekt? Nicht unter diesem Kommando. Gottverdammte scheinheilige Wichser! Ihr seid die Pest am Arsch der Welt! Du willst das Richtige tun, aber das geht nicht. Hier nicht. Sind Sie jetzt endlich fertig? Ja. Ich denke, das bin ich. Walker hat Generäle kritisiert, die Zivilisten geopfert haben. Und jetzt tut er dasselbe. Sowas würde ich niemals tun. Projekt Deus soll das Ende der Menschheitsgeschichte sein, oder? Der Anfang des Transhumanismus? Wenn es nicht Sinnvolles tut, könnte es gefährlich sein. Okay, nehmen wir gleich das. Ich habe den Eindruck, Skelltech will nur herausfinden, ob sie etwas tun können, ohne sich Gedanken zu machen, warum sie es überhaupt tun. Ich versichere Ihnen, Projekt Deus hat sehr strenge Wertmaßstäbe. Ja klar, ganz bestimmt. Wenn Sie an unseren Standards zweifeln, Cromwell, sollten Sie sich uns anschließen. Das passt alles hier drauf? Das ist ein DNA-Datenträger. Da würde die ganze Kongressbibliothek draufpassen. Viel Erfolg. Wir können uns gegenseitig helfen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Zeit haben. Okay, er ist in Air One. KI zu Scale bringen, okay. So, ja, Leute, ich würde dann sagen, das ist dann wieder natürlich ein Auftrag für die nächste Folge. Also, würde ich sagen, war es das natürlich auch schon für diese Folge. Wir werden dann die KI zu Scale bringen, das werden wir in der nächsten Folge tun. Mir hat es sehr gut gefallen, Leute. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Let's Play, Leute. Also noch euch allen einen schönen Abend, Leute. Macht's gut. Und bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute, und
Tschüss.